genießt das jetzt. Oh, Seminar, hier ist wieder Nindo Freak. Ja, ich sagte im letzten Part, dass wir alle Minispiele geschafft haben. Und uns fehlt Pokémon 188. Nun ja, Pokémon 180 befindet sich hier. Wie wir da oben sehen können, ist es, oh, Parfeno fehlt auch noch. Ist es Celebi. Wir müssen jetzt noch mit Electek und mit Panferno machen und dann haben wir Celebi freigeschaltet und das ist Pokémon 188 und dann sind wir mit jedem Pokémon, dann haben wir jedes Minispiel geknackt. Ja, bis auf Latias, Latios und Suicune. Und dann geht's zu Mio. Aber jetzt erstmal hier dazu. Ich habe die Steuerung nicht gelesen. Ach, das wird Schwing sein. Es ist im Prinzip dasselbe wie Lian Shop Hop Dingsy. Nur mit Loslassen. Wo lässt man los? War das A oder B? Es war B, okay. Das war ein komischer Sprung. Ich brauche etwas lang mit mir. Ui! Okay. Hopp, hopp, bläh. Das läuft ganz gut, ja. Ich habe das Spiel noch drauf. Voll weit geflogen. Möbi, die. Ja, wir freuen uns. Okay, wir haben es geschafft mit 18 Sekunden. Wow, also wir hatten 29 Sekunden, war die Bonuslassung. Da hatten wir noch richtig gut Zeit gehabt. Und jetzt Panferno noch. Wo ist es? Nach da, den Fisch. Okay, Panferno hatten wir ja auch vor ein paar Parts gehabt bei, beim Lian Hop oder Lian Shop oder bei dem Bisa-Floor-Spiel. Und wir wissen ja, dass Panferno recht gut fliegt. Und da ist wieder die unlogische Flamme, die sich falsch bewegt. Way, fail. Gerade doch gefreut. Way, und dann auf dem Boden lang. Wow. So war der Pro-Gamer, wir überspringen eins. Okay, das war ein schlechter Sprung. Way, oh, das haben wir nicht geschafft. Oh Gott, nein, zwei Fehler, das wird knapp mit der Zeit. Speedrun. Okay. Waren die wieder so großzügig mit der Zeit? Ja, waren sie. 9 Sekunden und 69 Millisekunden schneller. Und Celebi, ich habe sie da so schnell weggemacht. Es hat irgendwie voll den Silberblick, das Panferno. Okay. Kommen wir nun zu Celebi. Dem letzten Pokémon. Mit der letzten Bonusleistung. Im letzten Minispiel. Bonusleistung 19 Sekunden. Oh. Ich verstehe das nicht. Es hat Flügel. Tut aber... Oh Gott. Oh Gott. Es hat Flügel, muss aber die Lianen benutzen. Ach du Scheiße, das war ja mal chillig. Voll die komischen Arme irgendwie. Voll breit. Yeah. Celebi. Es klingt irgendwie wie Sellerie. Und auch die Stimme vom Celebi klingt irgendwie, als ob man in eine Dose spricht oder so. Hat man's gehört. Okay. Das war das letzte Minispiel, Leute. Ihr werdet nie wieder die Intro-Musik von den Minispielen hören. Nie wieder. Doch, mal Latias, Latias und Suicune. Okay, ich mache mich jetzt auf zum Treffpunkt. Um mit Mio zu reden. Was heißt mit Mio zu reden? Im Ballon erstmal dahin zu fliegen. So, Plinfa, du bringst uns jetzt mal in den Himmelgarten. Himmelsgarten mit Z. Himmels. Nein, nicht mit Z. Leider. Auch wenn ich Z mag. Pika, ich schreie, weil ich fliege. JD, ich fliege. Was ist los? Okay. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was mit Mio war. So, guten Tag. Vielleicht reicht es auch schon, wenn wir nur mit ihm reden. Miau, miau, miau. Nein, okay. Es miaut nicht. Ich wollte vorlesen, egal. Offenbar hast du seit dem letzten Mal einige neue Freunde gefunden. Nun erscheint bestimmt noch ein viel schönerer Regenbogen. Komm, lass uns nochmal an dem Himmel nachsehen gehen. Wow, da bleibt mir die Spucke weg. Du.
Du hast dich mit allen Pokémon des Poképarks befreundet. Angefreundet. Oh, sieh nur, deine Freunde sind hier, um dich zu beglückwünschen. Yay! Party! Party! Ja, Mann. Dankeschön, Dankeschön. Tanzen. Wir sind so awesome, wir sind so beliebt. Jeder will mit uns befreundet sein. So einen schönen Regenbogen habe ich noch nie gesehen. Ich spiele wahnsinnig gern mit dir. Wir sind Freunde fürs Leben. Wir sind immer noch nicht gut befreundet, das finde ich jetzt aber gemein. Willst du mal... Ja, natürlich. Na gut, ich werde nicht verlieren. Okay, los geht's. Wo die falschen Wassergeräusche, nur so ein leichtes Geplätscher. Ja, Cutscene! Epische Cutscene, die wir schon kennen, aber scheiß drauf. Okay, wieder Plattforming. Ich bin zwar ein 2D-Spieler und halt Mario-Reihe, ne? Galaxy ist auch Plattforming. Ah, 2, 1, los geht's. Yay! 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 Oh Gott. Es geht ja schon mal gut los. Ich finde das Blöde hier, das Handling, weil wirklich, man kann nicht immer noch mal laufen. Für die Leute, die dieses Spiel auch haben, es ist Wahnsinn, weil es ist wirklich total scheiß Handling mit Pikachu. Also mit dem Steuerkreuz. Es ist richtig kacke umgesetzt. Tut mir leid, aber die Steuerung ist kacke umgesetzt. Naja. Die Spielidee an sich ist ja klasse. Läuft gut. Können wir eigentlich mit einem Sprint irgendwie Anlauf nehmen? Naja, ich trau's mich nicht. Wieso drehe ich mich immer kurz nochmal? Ah, okay. Kippidipam. Geschafft. So, Platforming haben wir hinter uns. Soviel ich weiß, kommen jetzt die, Dingsies. Der Kampf. Miau, miau, miau. Okay, Magbrand, das werden wir hinkriegen. Ich bin ja eh der Kampftyp, der nur... Schädelwumme ist es ja nicht. Es ist dagegen sprinten. Oh. Stirb. Oh mein Gott. Ah, getroffen. Hä, ich bin aber irgendwie komisch weggeflogen. Ich fliege in seine Richtung. Springen ist auch schon eine Attacke, weil wir... Dingsen. Weil ich weiß nicht, weil unser Schwanz irgendwie die Leute schlägt. Aber irgendwie ist Anspringen auch eine Attacke. Oder Fail. Ah, sterb. Okay. Nee, ich hab gerade was geguckt. So, Magbrand ist damit tot. Billige Animation, einfach nur den Bildschirm kurz weiß machen. So, jetzt haben wir Knackrack. Da nützen uns unsere Elektroattacken natürlich nichts. Aber das ist kein Problem. Hab ich gelangweilt. Es ist kein Problem, denn ich sprinte ja eh nur. Ein Hoch auf unsichtbare... Oh Gott. Ein Hoch auf unsichtbare Wände, das bedeutet nämlich für uns, wir können nicht unter ihnen durchlaufen, sonst würden wir eigentlich durch die Beine durchlaufen. Aber in dem Fall ist das nicht so. Ja, warum fällst du nicht runter? Das ist das Bescheuerste, dass es uns hier angreifen kann. Und da sieht man es wieder, das Handling, bis ich mich umgedreht habe. Ich trau mich nicht. Los, greif mich an. Triff mich und zack. Gepams. Wie sie halt nicht irgendwie besiegt rüberkommen. Ich schrei dich an. Auch wenn es nicht schneit. Schreit. Mieh. Voll die komische Mew-Stimme, wie so eine Katze. Wie gesagt, ich kenne es noch mit... Ich kann's nicht. Immer noch nicht. Ich werde es nie können. Despota, hier... Ich weiß nicht, Elektroattacken? Haben die hier einen Sinn? Wieso läuft es sinnlos rum? Kabams. Sind sie... Sie sind zum Glück nicht ultramächtig, was ich jetzt ganz in Ordnung finde. Mit was schießt da? Was soll das für eine Attacke darstellen? Aua. Können wir dich bitte... Au. Es denkt nach. Finde ich sein... Hallo? Es macht uns gerade fertig. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, dass ich den Kampf verliere. Despota! 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 Bam. Okay. Donnerblitz, ich traue mich nicht. Ich bin der Sprinter-Typ. Ich kämpfe allein durch Sprinten. Ich weiß, voll langweilig.
Okay, 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 nicht. Das ist das Handling, was so blöd ist. Okay, getroffen. Ich habe deine Schwanzspitze berührt. Das macht dir Schaden. Das macht dir Schaden, dang. Okay, ein letztes Mal noch. Das schaffe ich. Oh Gott. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber es geht noch auf Zeit. Und tot. Kepams. Tot nicht, aber halt besiegt. Auch überhaupt nicht aus der Post. Aus der Puste oder so. Ich bin ganz perplex. Okay. Na gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Mal losfangen. Oh, das habe ich total vergessen. Oh nein, ich habe Trauma. Komische Trommelgeräusche. Eine Minute Zeit, um dich zu treffen. Epische Fangmusik. Ich kann mich da... Oh Gott! Ich kann mich nicht... Ei! Ich kann mich nicht an das Fangspiel erinnern. Ich habe es wohl verdrängt, weil es damals so schlimm war. Die Risse im Böden könnte man auswendig sehen, aber holla, wir sind schnell. Wir sind schön schnell. Das war ja einfach. Und es sieht so süß aus, wenn es wegfliegt. Mew ist schon ein süßes Pokémon. Sehr süß. Mew! Ich habe alles gegeben. Bla, bla. Riesenspaß. Bla. Wieder demnächst vorbeischauen. Nein, das werde ich nicht, mein Freund. Wir sind mit Mew gut befreundet. Leute. Dieses Spiel sollte meiner Meinung nach ab 16 sein, weil es euch psychisch fertig macht. Zudem finde ich das Handling blöd umgesetzt, aber die Idee, ein Pokémon zu steuern, dass sie alle Originalstimmen in dieses Spiel gequetscht haben. Gut, die Grafik ist bemängelnswert wegen diverser unsichtbarer Wände und physikalisch nicht richtigen Gesetzen, aber es war ein gutes Spiel. Und man hat's mir angemerkt, ich hab's auch oft gesagt, es war nicht gerade mein Lieblingsprojekt. Aber ich habe klar gesehen, dass Pokepark das meist angesehenste Projekt bisher war von mir. Ich danke euch, dass ihr es euch angeguckt habt. Seid mir jetzt nicht allzu enttäuscht, dass es vorbei ist. Latias und Latios und Suicune werde ich nachreichen. Irgendwann. Ihr könnt jetzt nicht damit rechnen, die nächsten 2 Wochen kommt so ein Video da. Vergesst es. Ganz genau, Pikachu, wink du nur schön. Denn wir verabschieden uns. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dahin. Jane. Und Sayonara.